Hast du Blümchen, rote gehört? Blümchen. Blümchen, natürlich. Wie ein Boom, 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 Bumerang. Komm ich immer Blümchen wieder bei dir an. Wie ein Boom, 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 Bumerang. ja. Hallo und herzlich willkommen zurück. Will ich hoffen, wolltest du auch gerade eine Antwort machen, Paco? Okay. Hinter mir ist eine Supernova, wie ihr seht. Paco ist natürlich auch wieder dabei und ich bin der Kinsey und bin natürlich auch dabei. Du Wir sind alle dabei und ich fliege? Wieso fliege ich? Ja, komm, stell einen Block unter mich. Na los. Schieß mich hoch. Ich muss das looten. Schieß mich hoch. Block. Schieß mich Wo hoch. Bist du denn? Ich hüpfe vor dir. Wow, da bin ich nach der Seite weggeschossen. Das war witzig. Warte, da kann er liegen bleiben. Ja, wir machen heute das Rathaus fertig, würde ich mal sagen. Oder wir bauen weiter. Schwer fertig werden wir wohl nicht. Wieso habe ich jetzt 12? Ach, weil ich noch 4 hatte. Wir brauchen nämlich Silstone geworden, dafür brauchen burn, wir baby, burn. Alles, was wir nicht Disco haben. Inferno, okay, burn, das Rathaus baby, wird halt nicht burn, fertig. Da. Wieso? Weil wir keinen Malt haben. Ne, es wird glaube ich auch sowieso nicht fertig. Genau. Machst du hinten die Holzrahmen-Dinger rein? Genau, ja. An der Seite machst du die Mach Holzfenster. Ja. Dann haben wir schon mal Fenster. Wir können ja auch schon mal das Dach anfangen, sonst. Ja, da kommt ja noch eine zweite Etage, glaube ich, hoch. Obwohl eigentlich nicht, weil so groß brauchen wir das gar nicht. Nix rein. Also nicht viel. Mal gucken, was noch an Blöcken dazukommt. Ich hoffe, dass noch ein paar andere Sachen dazukommen. Das hoffe ich auch. Also wenn wir jetzt noch einen zweiten Stock machen, müssen wir echt das Ding abbauen. Dann würde ich es lieber so lassen. Das Bäumchen, ne? Nee, lassen wir so. Hast du alles Wir wollen doch der Natur nicht schaden. Ja, ich habe alles eingeführt. Was? Kennst du wieder der Natur nicht schaden? Gleitgel, was? Kennst du jetzt auf seinen Öko-Trip, glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch vegan. Nicht? Echt? Nein, Quatsch. Schade. Du wirst nie sehen, dass ich vegan werde. Außer es gibt kein Fleisch mehr. Er mordet gerne. Er ist ein Massenmörder. Ja. Aber ich esse nur Fleisch von natürlich gestorbenen Tieren. Woher willst du das wissen? Ich habe sie selber getötet. Nein, Quatsch. Aber eigentlich ist es ja, ne? Man sollte schon wenig Fleisch essen. Es ist nicht nur, weil die dadurch Tiere sterben, sondern es hat auch noch ökologische Aspekte. Also ich meine Naturschutzaspekte. Also eine Kuh verbraucht so viel Wasser bei der Züchtung. Davon könntest du in einer afrikanischen Kleinstadt in 2-3 Tage. Was die an Futter verbrauchen, das, was wo die für Viehzucht. Was an Futter. Platz, da können die ja tonnenweise essen. Ja, und außerdem brauchst du ja auch voll viel Wasser, um das Futter herzustellen. Ja, also, guck mal, die fressen mehr, als die wert sind eigentlich. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, dass wir so viel Fleisch essen können und sich das lohnt für die Leute, für die Firmen. Das habe ich. Ja, seitdem ich die Statistiken kenne, frage ich mich, wie funktioniert das? Naja. Ja, es werden ja 2000 Tiere pro Sekunde geschlachtet, ne? Damit wir das noch kann Fleisch sein, haben. Ja. Habe ich letztens gelesen. Knapp 2000, 1800 irgendwas. Das ist krass. Pro Sekunde. Machst mir mein Fleisch madig. Ja, was meinst du, warum ich... Was machen wir für ein Dach, mal eben, um wieder aufs Rathaus zurückzukommen? Wollen wir ein rotes Dach machen, wie bei unserem Haus? Ja, würde ich sagen, für ein Rathaus ein rotes passt, glaube ich. Ja, dann habe ich nämlich noch 23 Stück. Dann kann ich schon mal, da kann ich schon mal anfangen und fast die Hälfte machen, ne? Ja. Machst aber die Schrägen so zum Baum runter, oder? Ach so, machen wir eine Schräge oder was? Was hast du denn gedacht? Ach so, nee, ich meine, schon so wie die Schmiede, nur dass der Eingang, also dass die Schräge von rechts nach links hochgeht. So ja, natürlich. Gut, ja, nicht so wie bei der Schmiede, haben wir es ja anders gemacht. Ja, aber ich mache immer die. Je nachdem, die längere Seite des Rechteckes bekommt immer die Schräge. Oh, guck mal, da drüben ist auch so, das ist eine halbe Ebene in der Wüste, da kommt, glaube ich, auch noch was hin. Machen wir das jetzt so, warte mal, so? Oder ein höher? Was? Dem Dach. Das machen wir ein höher, weil das so scheiße aussieht. Würde ich auch sagen. Wir können ja noch eine Ebene drüber ziehen. Warte mal, wenn ich so und so. Kann ich das so? Nee. Weil du auf dem Block davor stehst. Ja, ich weiß. Ist alles nicht so einfach. Wenn ich aber so mache, C drück und das von hier ransetze, ist das scheiße. Und das von hier, So geht's. Es geht. Aber so machen. Aber so wollte ich das doch gar nicht, oder? Ja, genau, du wolltest einen höher.
Mensch. Mensch, 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 Mensch. Warte, hier, mach da drauf. Nee, ich mach jetzt als anders. Aber danke für deine Hilfe. Das hätte auch geklappt, ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was du gerade machst, ist verumständlich. Nein, das ist es nicht. Doch, weil du es richtig da ist. Nein, ja, das stimmt. Das ist richtig. Oh, fuck, ja, so wie das nicht. Muss ich kurz das wegnehmen. Erstmal die Pflanze da rausnehmen. Das Problem ist, wenn die Bäume voller mich. Pflanzen sind hier, werden die alle kaputt gehen irgendwann. Zack, zack, zack. Glaube ich, dass die Pflanzen hier drinnen. Zack, 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 nicht hoch. Zack. 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 Soll ich hier das Bienenwachs abhüllen oder soll ich das hier komplett drauf lassen? Welches Bienenwachs? Auf den Bäumen hier. Ich habe da vorne von abgemacht. Ja, nimm welch. Was welch ist, ist welch. Wächst ja eh neues, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber wie viele Pflanzen aus den Bäumen los werden? Runtergefallen. Aber nicht so schlimm. Kann ich ja weiterbauen von unten. Jetzt geht er hoch. Achso, er ist auf Crouchen. Er ist auf dem alten Mann-Modus. So. Und tschüss, tot. Kann ich jetzt so? Ist das richtig? Ach, nein, klar. Das ist falsch. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich wusste es. Ja, wenn du es wusstest, warum hast du es nicht verhindert? Weil ich ein Dummkopf bin. Ach, Paco. Da müssen wir noch dran arbeiten. Das geht doch nicht. Ich hab einfach mal den Kinsey gemacht. Arsch. Ich hab noch Stalaktit. Brauchst du Stalaktit? Ja, später. Tschüss. Okay. Aua. Warte mal, ich muss. Hallo? Einen muss ich da zumindest hinsetzen. Dafür brauche ich jetzt erstmal zwei hier. Damit ich einen da setzen. Damit ich einen da setzen kann. Und dann kann ich da einsetzen. Dann kann ich den da setzen. Dann kann ich da wieder rüber. Kann ich den wegnehmen? Kann ich den da. Aber das haben die echt geil gemacht, ey, mit den Pilzen. Wieso? Dass sie so aus dem Berg rausgucken, wenn die in der Wand sind. Ach so, ja, das ist ja auch seit dem 12. Update, glaube ich, eher 12. Ist das ja, erst. Ja, ist ja, das sieht cool aus. Dächer, rote Dächer. Die roten Dächer hier. Von Paris. Habe ich noch nie gemacht, angeblich. Ach nee, das ist Igneous Roof. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Red Adobe Roof. Ich brauche Adobe Wall. Brauche ich Adobe Wall? Ich brauche Adobe Wall. Ich brauche eine Photoshop Wall. Da ist Adobe Bricks. Bricks, ja, die Freaks. Ja, die sind vorne in der Kiste vor dem Lagerhaus. Oder im Lagerhaus in der ersten Kiste. Nee, ich weiß es nicht. Bricks? Da sind welche. Mr. Bricks? Da sind, glaube ich, zwei Stacks oder so. Bäh. Haben wir auch noch roten Farbstoff? Warum komme ich jetzt nicht auf diesen Scheißbaum? Leck mich am Arsch. Da, 99 Stück. Salzstein, müssten reichen. Tschüss. Roter Farbstoff ist, glaube ich, hier. Nein, hier. Nein, hier. Ja, wir brauchen die ja eh immer. Nein, hier. Was? Da? Da? Haben wir nicht roten Farbstoff? Sag mal. Nee, ja, wir doch. Haben nur Blumen. Nein, wir haben auch roten Farbstoff. Und der ist wo? Sag nicht beim Blauen, da ist er nämlich nicht. Echt nicht? In der vorletzten Kiste hinten? Ja, wenn ich mache halt neun. Einen roten Farbstoff, ja, wow. Aber die können wir mal farmen geben im Untergrund, im Underground. Ja. Warte, wo sind die denn jetzt hin? Wo sind denn die Blümchen? Da waren die Blümchen. Da. Blümchen? Hast du Blümchen, die früher gehört? Blümchen. Blümchen, natürlich. Wie ein Boom, 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 Bumerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Wie ein Boom, 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 Bumerang. ja. Ich flieg so schnell ich kann in deine Umlaufbahn. Was? Auch so geile Posters, von der ihr habt. Ja, die waren aber irgendwann voller weißer Flecken. Ja, das sollte keiner wissen, aber ja gut. Oh, wir nehmen auf, ne? Scheiße. Ah. Also, ich nehme auf, Stone weil die weiß man das ja nie. Arsch. Ich habe hier noch Slabs. Ich verteile gleich okay, mal Slabs. Dass du dich immer selber auslachst. Arsch. Was? Er hat euch gesagt. So, da auch noch einen rein. Da halte ich noch mal einen rein. So, da halte ich auch noch mal einen jetzt rein. Jetzt übertreibt das, wisst ihr, Leute? Jetzt übertreibt er. Wieso übertreibt er? Ich halte da meine Blumen rein. Ja, ja. Ja. Für dich. Auch sonst. In die Prozessoren. Hä? So, noch mal zwei. Damit es alles ein bisschen schneller hier geht.
verteile ich die mal großzügig so. Dann sind die jetzt fertig. Und die müssen dann fertig sein. Komm schon. Komm schon. Nur einer drin? Okay. Komm schon. Was? Und so, was gibt's sonst noch Neues in der Welt, Kin Serino? Wir haben Final Fantasy. Das wissen die Leute schon. Ach das ja. hinter mir ist eine Supernova. Da warst du. Ja, musst du gucken, Video. Würde ich nicht. Schon mal einen Klick. Ich bin Quincy, ich bin klickgeil. Ja, bin ich wirklich. Ich bin klickgeil. Weiß ich. Sowas von. Ich klick meine Videos auch immer selber. 2 Millionen Mal ja, am Tag. Verpiss dich, Fliege. Entschuldigung. Was? Ja, genau. Es ist ja, es ist ja auch. Ja, so ist es ja auch. Aber das weißt du ja nicht. Das wirst du auch nie rauskriegen. Was? Lol. Weiten sieht die Kathedrale ja mal behindert aus. Wieso sieht die Kathedrale behindert aus? Oh, Leute, wie sehen die Fenster aus? Das muss ich mir gerade mal angucken. Muss man von hier auf die Fenster gucken. Ich hab's ja nicht gesehen. Gibt es neuerdings Wolle? Sieht ja echt scheiße aus, oh Mann. Ja, egal. Du hast ja Variationen vorgenommen, das sehe ich ja jetzt erst. Wann hast du das denn gemacht? Bei was denn? Oben, über der Tür. Die hängen da schon seit Anfang. Echt? Okay. Ja. Habe ich wohl gerade verplant, egal. Ich mache jetzt das Dach. Wenn ich dann mal wieder rennen könnte, wäre es auch schön. Das wäre sehr fehlt cool, noch dann kann was. Ich nämlich hier noch ein bisschen abfahren. Mir fehlen noch Wutschlaps. Wutschlaps. Fehlen mir noch. Haben wir doch bestimmt irgendwo, du hast doch so viele Wutschlaps gemacht. Kind, sie sein komisches Haus. Fällt mir nicht, baue ich jetzt mal um. So, was, das Minecraft-Haus? Oder das Fischerhaus? Warum baust du die um? Oh, eine Antenne, du machst besser aus. Eine Antenne? Da gibt's kein Fernsehen. Ja. Da gibt's nur Fische. Was suche ich eigentlich? Ach ja, Woodslabs. Sag mal aber lieber, wo wir Woodslabs haben. In der Kiste. Ah, ich hab sie gefunden. Danke. Ja, bitte. Wenn du mich nicht hättest, ne? Hättest du jetzt sie gefunden. Echt? Ja, Kiste. Ja, ganz bestimmt nicht. Was hältst du von meiner Antenne? Sieht gut aus, oder? Warte, ich crafte gerade. Ich guck. Oh, ich hab alles weg. Was ist das? Mach das weg! Ich muss ja irgendwie auf den Baum kommen. Oh Gott. Oh, vielleicht bleibt ihr auch da. Man weiß nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Auf keinen Fall. Niemals. Warum nicht? Nur über meine Leiche. Okay, komm her. Nur über Eiches Leiche. Eine Eiche? Eiche? Du willst eine Eiche fällen? Kein Eich. Ich mag Eis, also. Labert der Junge. Ich glaube, der ist stoned. Du bist stoned, Mann. Du bist stoned. Ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Ich kann das bis hier riechen. Auch aus damit. Ja. Kriegst gleich einen Slap von mir. Ein Wood Slap. Oder willst du lieber einen Stone Slap haben? Ich würde gerne einen Diamant Slap. Oh ja, kann ich dich auch mit slappen. Umso härter, umso besser. Slap that bitch. Muss ich da jetzt echt drauf? Base Cats. Ich bin sehr froh, dass unsere Folgen langsam so witzig sind, dass ich wieder Pre-Intros machen kann. Endlich sind die Folgen witzig. Juhu, waren sie ja nie. Ja, wenn Dani dabei ist, ist es witzig. Ja, das stimmt, ja. Die hat immer einen Spruch. Mit dir nicht. Oh, ja, Penner. Allerdings. Penner. Die sollte echt weitermachen. Ja, sollte sie auch. Hast du die Pikmin-Let's Plays gesehen? Ja, so halbwegs. Hab mal reingeguckt. Sind doch nicht schlecht. Ja, sind ganz okay, ne? Für eine Frau. Nein, Spaß. Die hat auch super, die ist halt auch so, so offen, weiß ich, quatscht halt einfach drauf los, so wie so ein. Ja, wie so ein Wasserfall. Ich mach wie so ein draufquatschloser. Los draufquatscher. Oh, fuck. Hey, das sagt man hier nicht, ja? Das ist ein Serien. Fuck! Das kannst du bitte in die Dive-Folgen sagen. Fuck! Bis Welt. Fuck. Fuck, fuck, fuck die fuck, 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 fuck die fuck. Alter, und ich sag fuck, fuck, fuck die fuck. Fuck die fuck, fuck, fuck. Nein, auf ein Dings. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Viertelstunde gleich. Ja, krass, ne? Ja. Zeit ist gleich um. Was? Dunkle. Ich hab dich nicht gerufen, ich hab nur Fuck gesagt.
Ja, siehst du, fühlt sich schon angesprochen. Was? Kannst du mir das gleich sagen? Wir sind gleich fertig. Wartet. Ja, warte. Alles klar, Dani wartet. Okay. Ja, gut. Machen wir noch ein, zwei Stunden, dann sind wir fertig. Ja, noch ein, zwei Stunden. Kommt Oh, was? ich hab Schläge. Kommt was? Also ab Kommt nächster nichts. Folge bin ich dann alleine im Creativeverse. Ja, Ich bin im ich liege im Krankenhaus. Krankenhaus, genau. Oder unter der Erde. Ups. Na, das glaube Upsi. ich nicht. Was denn? Und so ein bisschen das Fischerhaus reparieren, das ist ja, es hat ein Loch im Dach. Du machst das wieder fit, Alter. Sonst setzt es Tschüss. was. Es setzt was. Was sitzt denn? Es klatscht gleich, aber kein Beifall. Echt? Nee. Was denn dann? Ja, Slaps. So, ich gehe jetzt gleich zum Indigo. Das Oh ja, da würde ich auch ab. gerne hin. Schön einfach Kann ins ich Restaurant. verstehen. Oh yeah, Baby. So richtig fresh Vollkornreis essen. Naja, Vollkorn reicht nicht unbedingt, Ach, ist aber voll lecker. Dazu noch vielleicht veganes Curry. Leerkornreis. Ah, fuck. Schon wieder runtergefallen. Wisst ihr, wie ich Kinzi dazu kriege, veganes Curry zu essen? Ich sage einfach, ich bezahle ihm das. Ja, dann würde ich das tatsächlich essen, ja. Ey, Noch so ein Geiz ist Asiaten, all you geil, can ey, eat Geiz essen. ist geil. Was? Im Asiaten, all you can eat essen. Oh. Oh ja, lecker. Mein Lecker, Schmecker, Arbeitskollege hier geht immer Spaßentdecker. Dings, der geht immer jeden Donnerstag Steak all you can eat essen. Wer? Wer? Wer macht das? Mein Arbeitskollege. 20 Oh, Euro. lecker. Das ist Aber er aber schafft immer echt. nur 4, hat er gesagt. Aber ist auch eigentlich trotzdem recht günstig. Was kostet ein Steak normalerweise? 24 Euro oder so meistens, ey. Ja, im Restaurant wohl schon, ne? Weil Wenn da es ich ein so gut wie gutes fast ist, kaum können die noch einfach Fleisch mal. esse, ist sehr selten Fleisch in letzter Zeit. Ich gerade meine Weltverbesserer. Ernährung um. Ist auch gut. Ja, aber was muss man aber sich auch echt mal vorhalten? Also, es verbessert die Welt, wenn alle vegetarisch essen würden. Es würde tatsächlich die Welt verbessern. Es gäbe viel mehr Essen für alle. Weil die Tiere Das stimmt müssen ja auch allerdings. essen und das ganze Weideland und so, das könnte man dann anders benutzen. Das ist ja die Argumentation, die werden ja eh gezüchtet zum Töten. Wow. Ja, Ja, aber deswegen damit muss hat es man ja die gar nicht mal so züchten. unbedingt so viel zu tun. Es sind ja noch viele andere Aspekte, die man gar nicht, die meisten gar nicht berücksichtigen. Ist ja krass, wenn Leute sagen, ich bin aus gesundheitlichen Gründen Veganer geworden, weil es so gesund ist. Das kann man nicht sagen. Das stimmt ja auch nicht. Weil Veganer man werden ist ja nicht muss. gesund. Nee, ist es ja auch nicht. Aber Also es kann gesund sein, es natürlich, aber es kann auch kann. jede andere Ernährung. Aber Vegetarier, allein schon Vegetarier, nicht nur Veganer, die trifft es wahrscheinlich noch schlimmer. Vegetarier bekommen ohne Nahrungsmittelergänzung nicht die Nährstoffe, die sie brauchen. Welche brauchst du denn? Ich weiß es gerade gar nicht, was es ist. Du redest von B12 und Vitamin D, ja? Ja, die B-Vitamine, genau, für die Nerven, die. Stimmt so aber nicht. Aber die Sache ist ja die. Aber in Orangen sind die auch drin. Ja, aber nicht nur das, aber Vitamin B12, also die ganzen Vitamine, die die Tiere haben, werden den Tieren künstlich zugeführt, weil die die auch nicht mehr haben durch die Gefangenschaft. Okay. Also eigentlich spielt es auch keine Rolle, ob wir die zunehmen oder die. Aber Ja, ich muss das sagen, stimmt. wenn ich jetzt Soja trinke, da ist Vitamin B12 drinne. Vitamin D ist da auch drin, Kalzium ist da noch extra drin. Oh. Ich hoffe eigentlich. Schmeckt voll geil, Alter. Hätte ich nicht gedacht, wo ich mir das erste Mal geholt habe. Weil es so ein bisschen leicht süßlich ist und dann noch Cornflakes dazu. Voll richtig awesome. Wenn es nicht so teuer wäre. Bei 1,89 pro Liter ist schon happig, ne? Ja, das ist heftig, ja. Das ist Halt schon Angebot viel. und Nachfrage. Es gibt halt nicht so mega viele Leute, die sich das holen würden. Packung Warte wie kurz, ich mache da ich. eine Treppe hin. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So. Na egal, machen wir so weiter. Du hast mich runtergeschobst. Ja, aber langsam ist, ey, unser Dorf sieht richtig awesome aus mittlerweile. Bin sehr, sehr stolz auf uns. Der Dom, der muss auf jeden Fall noch mal bearbeitet werden. Der gefällt mir irgendwie nicht so. Obwohl das eigentlich schon was hat, ne? Mit der offenen Fensterdinger, mit dem offenen Turm. Ja, finde ich auch, wegen dem blauen Licht vor allen Dingen. Mir gefällt's. I like it. Ich würde einen Daumen hoch geben. Apropos Daumen hoch, gebt auf das Video, wenn es gleich vorbei ist, auch mal einen Daumen hoch. Das wäre echt geil. Findest du? Das würde uns beide sehr helfen. Und freuen. Und freuen, ja. Brauchst Wir du dich würden nicht eher über einen direkt für Kommentar oder euch einen eine Daumen nach Party oben? geben. Wir würden direkt eine Party für euch da draußen geben. Sie? Was Was denn? dir lieber? Daumen hoch oder einen Kommentar? Beides am besten. Also wenn Ja, ihr wenn was du zu dir sagen aussuchen musst. habt.
Daumen ich hoch. Muss sagen, ich habe lieber einen Kommentar als einen Daumen nach oben, obwohl Daumen nach oben natürlich cool ist. Sieht natürlich cool aus. Ja, gut. Kommentar ist auch gut. Ah, beides. Macht doch beides. Mega awesome. Beides. Kommentar wäre cool. Ich freue mich immer voll über Kommentare. Ich freue mich immer. Ich komme immer so nach Hause, mach PC an und mach. Das stimmt. Das mache ich auch. Ich gehe ja nicht nach Hause und sage, oh mein Gott, da hat jemand geliked. Arctic. Monster. Wir suchen. Was, das war schon immer oben rechts an, ich sag's dir. Ja, eigentlich wollen wir die Folge jetzt ja beenden, weil wir müssen ja noch rendern und die Folge soll heute noch raus. Hab's. Von daher werde ich die Folge jetzt mal eigenständig, ohne Paco, dass Paco was machen muss, beenden. Ja, wir müssen die aufhören, stimmt. Wir sehen uns morgen hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Aufnehmen und für das Artec-Monster. Yay! Und Keeper natürlich. Und Keeper heißen die, genau. Macht's gut, Jungs, Mädels. Wir sehen uns morgen hoffentlich. Ciao. Ciao, ciao.